man denkt dann eben gar nicht an den Abschluss und dass es jetzt dann auch vorbei ist irgendwo. Und dann steht man vor dieser Arbeit und es ist alles fertig und es ist Vernissage. Und dann kommt kurz so dieser Moment, oh, okay, was mache ich denn jetzt? Also man kann ein Projekt in einem Atelier entwickeln, aber man weiß erst, ob es fertig ist, wenn es in der Ausstellung funktioniert. Das ist, finde ich, hier an dem Arbeiten an einer Kunsthochschule so anders als an einem Museum. Man ist einfach so dicht an diesen Entstehungsprozessen dran. Man ist da viel beteiligter. Ich glaube, dass man am Anfang noch denkt, dass alle einen verstehen müssen mit den eigenen Arbeiten, was man da will und so. Aber eigentlich ist das gar nicht mehr so wichtig. Ich will nicht machen, was irgendeine andere Person will. Ich will machen, was ich machen will. Erfolg muss nicht sein, dass man in den Tageszeitungen steht und die Preise oder die und die Ausstellung oder Biennale Documenta-Vertreter ist. Ist toll, aber Erfolg muss man einfach sehr genau sich anschauen, was das ist. Wenn ich eine andere Arbeit habe, die einen bestimmten Inhalt hat und meine Arbeit vielleicht einen ähnlichen, wie verstärkt sich dann ein Inhalt, was ich aber eigentlich gar nicht geplant hatte und wollte, wo man einfach nochmal die Chance hat, als Künstlerin, als Künstler seine eigene Arbeit mit den Augen von außen zu betrachten. Wesentlich ist es auch, so ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Künstler leben auch von kollaborativen Projekten. Also man lädt sich gegenseitig zur Ausstellung ein oder schlägt auch jemanden vor. So funktioniert das eigentlich. Das heißt eben nicht nur Konkurrenz, sondern eben auch das Gemeinsame. Da kommt man, glaube ich, wesentlich weiter heutzutage. Die Ausstellungspraxis an diesem Haus, gerade der Weg aus den Ateliers hinein in die Öffentlichkeit, das verstehen wir als einen integralen Bestandteil. Wir haben ja hier an der Hochschule exzellente Galerieräume. Das sind doch Möglichkeiten, auf die wir hier sehr stolz sind und die nicht jede Kunsthochschule hat.